Graue Tage, graue Menschen, so schwer zu greifen, nach dem, was Licht ist. Noch wollen die Grenzen sich nicht lösen. Und ich kann nicht stoppen, was sich hineinfrisst. Doch aus dem absoluten Stillstand muss irgendwann Bewegung folgen. Und die Idee, die in mir geistert, wie ein Licht in dunkler Nacht. Und wenn man es dann meistert, verliert das Graue seine Macht. Ein Anfang, es könnte ein Anfang sein. Ein allererstes Leuchten, ein großer Hoffnungskeim. Nach dem langen Regen, nach dem langen Regen. Schachtel müssen wir immer auseinanderreißen, weil die müssen wir immer zu den Paletten mit Fußfingern nachkommen. Gut, so, was sind wir drin? Was ist das? Warte mal, es gibt wieder da diese Sekte und da oben und du stößt das dann da. Ja. Genau.
Also ich krieg immer, also wenn ich was helfe die Leute, dann schmeiße ich immer die Hälfte daneben, was eigentlich kein relativer Widerstand ist bei mir. Ich bin wirklich oft sehr, sehr patschig und schmeiße wirklich auf die Hälfte weg. Und das ist alles, was man nicht mehr benutzen darf und was am Boden liegt, zusammenkehren und wegschmeißen. Was nichts mehr bringt oder sich auf verwertbar aufgehalten, auf nichts mehr ist, so wie das Kartonzeug da in die Tonne rein. Die Lebenshilfewerkstätte in Viehhausen hat mehrere Außenarbeitsplätze bzw. Außenarbeitsplatzgruppen. Sinn und Zweck dieser Übung ist es, dass wir einfach auch viel mehr in der Öffentlichkeit auch dann präsent sind, was wir natürlich sehr, sehr merken bei den Rückmeldungen innerhalb des Ortes. Und im Großen und Ganzen hoffen wir natürlich auch ganz, ganz stark, dass dies dann der Anfang von was ganz was Großen auch ist. Und das Große ist letztendlich das, dass das in sozialversicherungspflichtige Dienstverhältnisse dann übergeht. Ja, jetzt jeden Freitag die Mistkörbe ausladen, weil alle 14 Tage die Tonnen ausgeladen werden. Und ich komme halt mit dem Lukas öfters her und lade halt da die Mistkörbe aus. Wir sind immer einmal der Woche immer von halb zehn bis um 4 nach 11 immer da, immer am Montag immer. Ja. Das gefällt uns so gut. Seit Dezember sind wir jetzt da fast schon. Genau, Anfang, Mitte September, fast 2 Monate haben wir schon in der Firma schon, wo wir arbeiten. Genau, das gefällt uns voll nachher. Der Chef zahlt gut, gibt keine Beschwerden. Genau. Ja, sonst gibt es eh nichts mehr. Das war's. Also das Zusammenarbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigungen ist ein schönes Gefühl und eine schöne Herausforderung. Eben, man hat Freude daran, wenn die Menschen Spaß am Arbeiten haben und man wächst halt zusammen, fühlt sich wohl. Und es ist ein schönes Gefühl, praktisch wie in der Familie. Angefangen zum Beispiel Haut und Schilder putzen. Bitte auch. Pasten, Geburtstage, Ausschneiden, Putzen tue ich gern, Zanken tue ich gern.
Button drücken. Tische putzen drücken. Das ist alles. Und die ist ganz aufgeregt. Da draußen. Die Sonja ist jetzt schon seit vielen Jahren bei uns in Zoo Salzburg und es ist total schön. Sie kommt regelmäßig jeden Mittwoch, ist sehr zuverlässig und es ist so schön mit ihr zu arbeiten. Sie freut sich über so viele Dinge und ihre Freude ist extrem ansteckend. Ein Anfang, es könnte ein Anfang sein, ein allererstes Leuchten, ein großer Hoffnungskeim, nach dem langen Regen.